Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. So, ich habe mein Problem gerade wieder hingekriegt. So, also wir müssen auf jeden Fall eigentlich ins Erdgeschoss, um zum Erddrachentor zu kommen. Ich bin mir jetzt nur gerade nicht so sicher, weil ich müsste noch zum Wasserdrachentor. Und von dort komme ich nämlich, da ist so irgendein Gegenstand. Und ich weiß jetzt aber dummerweise nicht mehr, wo das Wasserdrachentor eigentlich war. War das auch im Erdgeschoss? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Doch, ich gucke mal im Erdgeschoss. Ich gucke jetzt erstmal ins Erdgeschoss und dann gucke ich mal, ob ich von dort vielleicht auch zum Wasserdrachentor komme. Und je nachdem werde ich dann halt stattdessen nochmal in die erste Etage gehen. So. Hier ist auf jeden Fall ein Fahrzeug. Vielleicht kann ich mir sogar aussuchen, wo ich hin will. Nicht einsteigen. Hier geht's zum Wasserdrachentor, genau. Da will ich hin. So, dort finden wir nämlich einen Gegenstand. Der muss hier eigentlich irgendwo sein. Ich guck mal fix. So, hier sieht's ja auch schon so danach aus, als ob irgendwas versteckt sei. So. Irgendwo. Irgendwo gibt es bestimmt was. Mal gucken. Hier ist nur ein normaler Soldat. So. Ich brauche höchste Konzentration. Na komm. Irgendwo. Komm, ist da bestimmt was. Ich weiß, dass hier was ist. Was erzählt denn der? Der erzählt gar nichts. Kann nicht wahr sein. Ich weiß hier, dass hier was ist. Ich weiß es doch. Wie war das immer mit meinem Problem, was Items angeht und so ein Kram? Irgendwo? Komm, das könnte doch hier... Boah, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen zu doll aufs Gamepad geschlagen. So. Aber das sieht doch fast so aus, als könnte hier zum Beispiel... Man kommt hier so ein kleines Fitzelchen hinter, aber irgendwie... Will es nicht wirklich. Ach Mensch, egal. Was soll's. Gut, dann ab ins Erddrachentor. Zum Erddrachentor, meine ich. Wenn du hier weitergehst, kommst du zum Hafen, aber seit der Nebel aufgetaucht ist, steht der Verkehr still. Der Nebel ist schlecht für die Gesundheit. Es wäre also besser, wenn du hier bleibst. Meinen die, dass es schlecht für die Gesundheit ist, weil die ganzen Monster kommen oder was? Yes, da ist es doch. Eine Master-Fund-Karte. Ich wusste es doch. Gut, ich dachte zwar draußen wäre die Karte, aber was soll's. So, wir fahren zum Erddrachentor. Okay. Hier ist, glaube ich, auch noch ein Gegenstand. Da haben wir was. Und zwar ist es ein Zelt. Und jetzt gucken wir mal, was der Mokri uns sagt, so feines. Mognet, Monte. Nee. Ein Brief von Stiltskin? Toll. Kennst du Stiltskin? Lass uns den Brief lesen. Kubu. Von Stiltskin an Monte. Von Lindenblum aus bin ich erstmal nach Norden und durchquerte Gizamalukes Grotte unterhalb des Nebels. Zum ersten Mal setze ich also Fuß in das Königreich Bomesia. Und es stimmt, was alle sagen, es regnet hier ununterbrochen. Als erstes suche ich mir irgendwo einen Unterschlupf. Er ist also nach Bomesia gegangen. Kubo. Ist das denn nicht gefährlich? Kubo. So, gibt es denn sonst noch was? Nein, er gibt uns auf jeden Fall keinen Brief mit. Aber wir können hier mal ganz normal speichern. So, schön dran denken. Steckplatz 2. Okay. Ach schön, wir haben ja die anderen jetzt dabei. Jetzt will ich mal gucken, was die Ausrüstung angeht. Dass ich da den ganzen Kram mal anlege, was die anlegen können. So, Zauberstock, ne? Da kriegt er noch nichts anderes. Hier hat er Haut den Lukas, das kann er ruhig behalten.
Dann hier ist Gift und Galle das nächste, was er lernen kann. Und hier, das bleibt erstmal so. Nee, das macht die später. Also die andere später. Er kann jetzt Gift und Galle und haut den Lukas lernen. Nee, eigentlich ist das Unsinn hier. Kurzer Aussetzer wieder. So. Also das brauche ich eigentlich gar nicht nehmen. Ich nehme jetzt hier den Korallenring. Weil das andere hat er ja schon theoretisch. Würde er ja lernen. Das passt. Es werde Licht und Level up. Mal gucken, ob ich hier vielleicht Pestizid irgendwo habe. Tontauben oder Bodyguard. Das ist schwierig, schwierig. Gift und Galle und haut den Lukas. Hier haben wir Gift und Galle. Das heißt, hier kann sie Kannibale und Pestizid lernen. Okay. Das müsste soweit ganz gut sein. Dann den Rest lege ich dann an, sobald ich das gelernt habe alles. Und ich werde dann gleich, also ich werde jetzt noch eine Weile spielen, dass der Part vorbei ist. Und den Rest werde ich dann erstmal offscreen machen, dass ich hier alles lerne. Also das wird dann so sein, dass ich echt alle Attacken hier lerne, die jetzt momentan noch offen sind. Jetzt im Moment werde ich aber erstmal mit euch ein bisschen noch weiterspielen. So, hier, das hätte ich beinahe vergessen. Und was war ein Haut den Lukas eigentlich? Ah, okay. Gift und Galle kann auf jeden Fall und Schlaf kann auf jeden Fall anlegen. So, und jetzt Freya. Pestizid, okay. Drachentöter ist gut. Kannibale. Das ist okay. Bodyguard. Oh, Level Up ist natürlich sehr gut. Und stattdessen wird man 4 Punkte. Mal sehen, was ich jetzt nicht wirklich brauche. Das kann zum Beispiel weg. Das kann zum Beispiel weg. Dafür kann ich mir Gift und Galle anlegen. Jetzt bräuchte ich eigentlich auch noch 4 Punkte für... Es werde Licht. Meine Stimme. Oh Gott, voll verschluckt. Okay, aber das lasse ich jetzt auf jeden Fall mal so. Achso, mal. Trotzdem nochmal speichern am besten. Ich kann zwar draußen auch das Mokri holen, aber muss jetzt nicht sein. Ich werde dann draußen noch übrigens probieren, den Rackwurz wieder zu holen. Das werde ich jetzt aber noch nicht machen. Das mache ich dann auch wieder offscreen. Ich werde nur, wenn es jetzt irgendwie... Also, ihr kennt das ja, dieses Prinzip. Rackwurz kommt, fragt eine Frage, ich beantworte die Frage, greift das Richtige an, ich kriege Geld dafür und der haut ab. Wenn es so sein sollte, dass mal was Außerplanmäßiges ist, zum Beispiel so ein Phantom oder was auch immer, weil das ja doch schon, glaube ich, jedes Mal anders ist, werde ich das natürlich aufnehmen. Da werde ich dann zwischendurch schnell anschmeißen. Obwohl ich kann das beim Rackwurz eigentlich auch machen. Das geht schon. Also irgendwie wird der Nebel hier ein bisschen hässlich dargestellt, muss ich sagen. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wo ich hin muss. Lindblumen, Zinnengebirge, Erddrachentor. Ah, da haben wir Gizamulukes Grotte, Schokobuswald, Höhle des... Blablub und so. Na? Wir haben ja vor uns ein paar Punkte uns rausgesucht. Da war zum Beispiel Kuhs Morast dabei. Und diesen Morast will ich jetzt erstmal suchen. Ich weiß aber leider nicht ganz genau, wo er ist. Ich schätze mal, der ist hier drüben irgendwo mit. Irgendwo dort. Ich gucke einfach mal. Es muss ja irgendwas Sumpfartiges sein. Aber hier fängt das Wasser an. Das ist also kein Sumpf. Aber da, da ist eine Brücke. Gut, erstmal Kampf. Mal sehen, was für Gegner uns hier eigentlich begegnen werden. Okay, sieht aus wie so Qual, so wie die da sitzen, wie Qual. Aber das sind irgendwie so komische, mal sehen, wie die heißen. Mushu Fushu. Cooler Name. Gut, der macht mal Feuer. Ne, wie war das? So war das. Und sie greift, ja, sie ist ganz schön schlecht momentan.
Die macht mal Sprung. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, was für ein Level sie ist. Ob sie jetzt auch mit Level 12, 13 ist, so wie die anderen, oder ist sie auch schlechter? Muss ich dann mal gucken, wenn der Kampf vorbei ist. So, nochmal Feuer. Ein Antidot geklaut. Okay. Bam, badam. Ja, der Sound, der ruckelt schon wieder. Das nervt. Gut. Oh, die sind schon ein bisschen härter, muss ich sagen. So, wieder Eis mal diesmal. Sprung. Kurzer Hänger im Spiel. Geht gleich weiter. So. Okay. Das liegt mit meinem Aufnahmeprogramm zusammen. Ah, die ist auch Level 13. Cool. Ich weiß leider nicht, wie ich das beheben kann oder anders machen kann. Wenn ihr irgendwie eine Lösung wisst, bitte, bitte sagt's mir. Und ja, irgendwas muss ja funktionieren. Und am besten was mit meinen Crappern, die ich bisher so habe. Das wäre ganz praktisch. Okay. Kusmorast. Wo wird denn Kusmorast sein? Verdammt nochmal. Vielleicht hier drüben. Ich kann auch gar nichts erkennen. Der Wald sieht auf jeden Fall mal merkwürdig aus. Aber das ist nur Schokoboswald. Ich könnte natürlich das mit dem Schokobo jetzt zuerst machen. Ah, ich wollte das nach der Reihenfolge machen. Erst Kusmorast und dann Schokoboswald und dann geht's, glaube ich, schon in der Geschichte weiter. So, mal sehen, was das hier ist. Die heißen Husard. Oh, der ist schon tot. Das war einfach. Mein Gott, da müssen die anderen ganz schön heftig gewesen sein. Na, der bringt aber auch nur 16 EXP. Gut, wenigstens haben wir ein Echokraut bekommen und jetzt können wir mal weiter gucken, wo Kusmorast jetzt eigentlich ist. Das ist nur ein normaler Wald, da ist ein Tor. Mein Gott, wo könnte das denn bloß sein? Warte mal, das sieht sumpfartig aus. Da hüpfe ich mal hin. Muss ich natürlich wieder auf die ganz andere Seite. So langsam fängt es nämlich an, bei mir klein zu werden. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr, was ich eigentlich hier mache. Deswegen gucke ich immer so stichpunktweise, wo jetzt der nächste Ort ist, wo ich hin muss und wie viele Items es dort gibt und sowas. Und damit ich wenigstens irgendwie weiß, was ich machen soll. Und natürlich auch nicht so viel verpasse. So, wie klauen mal ganz normal. Sie macht wieder Sprung. Schwarzmagie Eis. Ah, die haben auf jeden Fall einiges drauf, muss ich schon sagen. Die halten eine Langeweile. So, mal sehen, wie viel Eis überhaupt verletzt. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich glaube, da lohnt sich schon fast irgendwie normal plus Eis zu machen oder so. Ah, vielleicht lernt er ja bald wieder neue Attacken. Aber mal gucken, vielleicht ist ja Blitz das, was ich will. Ja, also Speer ist auf jeden Fall ziemlich gut. Das ist auch, glaube ich, die einzige Attacke, die sie momentan wirklich so machen kann. Die anderen Sachen sind, naja, nie so dolle. Da greift sie ja nur 80, 90 HP, also verletzt sie da nur mit. Und das bringt mir nicht viel. So. Auf jeden Fall gibt es bei denen schon mal ganz gute EXP, das ist ganz gut. Das hilft mir dann natürlich auch beim Trainieren. Wichtig ist mir aber trotzdem nur eigentlich die AP. Also momentan jedenfalls. Ich komme ja später noch zu einem Ort, wo ich ganz gut trainieren dann kann. Warte mal, das sieht doch sehr nach einen Ort aus, den ich betreten kann. Nach dem Kampf. Ich glaube, wenn ich den Ort jetzt hier auch betreten habe, oder wenn das nicht ist, mal gucken, muss ich den Part eh erstmal cutten.
Und, ach, aber ich glaube, das sieht schon echt so danach aus. Und dann werde ich nämlich hier draußen erstmal rumhüpfen und ein bisschen leveln, also beziehungsweise die ganzen Attacken und so weiter lernen. Und sobald ich das gemacht habe, treffen wir uns im nächsten Part wieder. Ja, mal gucken. Mal sehen, was der so aushält. Blitz wirkt hier anscheinend ganz gut. Stickschaum. Oh je, na wenigstens ist die hochgehüpft. Ach, das hat nur, war nur ein ganz normaler Angriff. Ah, ich muss Bibi gleich mal heilen. Gut, und er ist schon platt. War also nicht so stark. Okay. So viel EXP gibt es dann ja auch doch nicht davon. Okay. Bitte lass es Kusmorast sein. Ja, das ist Kusmorast. Also ich werde jetzt hier an dieser Stelle erstmal aufhören. Ich gehe jetzt auch noch nicht rein. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und machen das dann. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß weiterhin und man sieht sich. Bis dahin. Tschüss.